Vor ein paar Monaten hat man ja im Handel, auch der Handelsverband, diese 2G-Kontrollen ja noch sehr kritisch gesehen. Sehen Sie das heute auch noch kritisch oder warum geht es heute und ging es vor ein paar Monaten noch nicht? Wir sehen es heute noch genau gleich kritisch. Wir sehen es als eine Erziehungsmaßnahme, denn wenn Sie mit mir kurz nachdenken, dann werden Sie sehen, dass 3G am Arbeitsplatz gilt und damit ungeimpfte Mitarbeiter mit Maske Geimpfte und Genesene kontrollieren, obwohl sie nur ganz kurz in der Geschäftsfläche sind im Vergleich zu den Mitarbeitenden. Es ist nicht logisch. Gleichermaßen habe ich schon den Lebensmitteleinzelhandel erwähnt, der durchgängig offen hat, wo es gar keine Kontrollen gibt. Und wenn wir uns wirklich einmal vor Augen führen, wo die Corona-Hotspots sind, dann würden Lockdowns nicht wie ein Schweizer Käse in Österreich ausschauen. Wir wissen von Contact-Tracing-Daten, dass in den Bars, in den Clubs der Bär steppt, aber eben auch der Coronavirus. In den Restaurants am Abend wird halt leider auch die Maske runtergegeben. Da wird gegen Musik angerufen, angeschrien. Es wird Alkohol getrunken. All das machen wir im Handel nicht. Und nach wie vor sind Bordelle offen, aber auch in Fernzügen hat man 5 Stunden lang mit wildfremden Menschen an Kontakt, ohne Kontrollen, nimmt die Maske runter. Das sollten wir uns überlegen, wenn wir mal Maßnahmen setzen. Derzeit ist das Klientelpolitik. Damit kommt nichts Gescheites raus. Jetzt, Sie haben es gesagt, der Handel ist aus Ihrer Sicht einer der sichersten. Das reklamiert die Gastronomie, Hotellerie und natürlich auch bei uns der Tourismus auch für sich. Würde man also gar nicht so harte und scharfe Kontrollen brauchen und Verordnungen, wenn eh alles so sicher ist? Also im Handel definitiv nicht. Man kann nur sagen, wir wissen ja, wo die Corona-Hotspots stattfinden, wo sind die Cluster. Und wenn man sich das genau ansieht, dann kommt man auf eindeutige Aussagen. Am besten ist es nicht, wenn Interessenvertreter andere Branchen miteinander zu stark vergleichen. Daher stützen wir uns auf den renommiertesten deutschsprachigen Virologen, den Herrn Drosten von der Berliner Charité. Er hat vor 2 Tagen gesagt, Maßnahmen im Einzelhandel sind nicht effizient. Da gibt es große Räume, Durchlüftung, Präventivmaßnahmen. Es wird uneingeschränkt die FFP2-Maske getragen und es gibt eine kurze Aufenthaltsdauer. Das kann man in den von mir anderen erwähnten Branchen leider nicht sagen. Es gibt natürlich in der Speisegastronomie tolle Vorkehrungen, das ist ganz klar, aber man muss differenzieren, denn auch wenn es manche Parteien wollen, dass wo der Virus nicht stattfindet, das sucht sich der Virus dann schon anders aus. Und zu Ihrer ersten Frage noch kurz ein Satz. Wir haben immer flächendeckende Eingangskontrollen abgelehnt. Wie würden Sie mit einer Mitarbeiterin umgehen, die in einem Kassenbereich gerade Bezahlung entgegennimmt, vielleicht einer Dame in der Umkleide helfen möchte, bei einer offenen Storefront mit 3 Eingängen, aber noch 3 eintretende Kunden kontrollieren muss? Das ist unmöglich und würde mit Strafen einhergehen. Daher haben wir es praxistauglich umsetzen wollen und das ist zumindest ein Stück weit passiert. Da kommen wir eh noch gleich dazu. Aber mal grundsätzlich die Frage, wie hoch ist denn der Zusatzaufwand für die Handelsunternehmen jetzt aus Ihrer Sicht? Dann wird man ja auch sehr unterscheiden müssen zwischen großen Einkaufszentren, dem kleineren Händler in der Innenstadt oder draußen irgendwo auf dem Dorf. Das ist ganz richtig, wie Sie das ausführen. Handel ist nicht gleich Handel. Und in diesem Fall nimmt der Aufwand mit der Anzahl der Eingänge, Geschäftseingänge im Geschäftslokal zu. Er nimmt zu mit der Anzahl der Mitarbeiter, die krankheitsbedingt, Corona-bedingt ausgefallen sind und damit mit einer dünnen Personaldecke, die wir flächendeckend derzeit haben. Und er nimmt natürlich auch zu, wenn ein größeres Aufkommen an Kunden schon im Geschäftslokal serviciert wird. Und daher kann man Äpfel mit Birnen nicht vergleichen. Faktum ist, für alle Beteiligten ist es eine Herausforderung, weil man Hilfsservice spielen muss und gleichermaßen die Spaltung, die derzeit in der Gesellschaft durch dieses 2G-Regime passiert, die wird nicht in den nächsten Monaten und auch wahrscheinlich nicht in den nächsten Jahren wieder vergessen sein. Sie wird nun auch in unsere Branche getragen und da hat die Politik schon einen maßgeblichen Anteil, weil einfach die Verordnungen miteinander nicht mehr zusammenpassen, meistens zu spät kommen, nicht klar erklärt werden. Sogar die Polizei sanktioniert mittlerweile Händler, weil sie die Verordnung nicht genau kennen. Das ist schon sehr, sehr problematisch. Jetzt, Sie haben es selbst angesprochen, kommen die kleineren viel stärker unter Druck? Wenn ich jetzt an größere Einkaufszentren denke, sei es in Wien, der SCS, bei uns im Vorarlberg ist es der Messepark oder der Zimmerpark, da könnte man sich unter Umständen ja auch Security-Dienste und Ähnliches leisten. Das wird sich aber der kleine Händler, für das wird sich für den nicht ausgehen.
Genau, hinter den Regalen, egal ob es im Elektrohandel oder im Modehandel ist, haben wir, ob man es glaubt oder nicht, keine Goldesel versteckt. Wir haben gestern die Bilanzen präsentiert. Über 4000 Händler haben das Jahr 2020 nicht überlebt. Ja, klar, es gibt Unterschiede und die Kleinen sind traditionell die am härtesten betroffen sind von so einer Maßnahme. Darüber hinaus sind es aber auch größere Flächen mit eben vielen Eingängen, weil auch wenn man bei einem Schuhhändler am größeren im SCS-Bereich reinmarschiert und dort 5 Mitarbeiterinnen gerade mit dem Kunden beschäftigt sind, die Partnerbahn ankommt, strömen gleich einmal 10 Leute ins Geschäftslokal. Wie soll das nur funktionieren? Das ist halt anders, als wenn man bei einem Gasthaus reinspaziert, wo ein Türtel ist und einer automatisch zuweist. Da gibt es andere Rollenverteilung. Und wir sind eben ein sicherer Platz, das war immer klar. Daher ist es ein Riesenaufwand. Die Ruhe ist aber noch vor dem Sturm. Wir befürchten mit Freitag und Samstag stärkere Einkaufstage. Wir hoffen darauf auf der Umsatzseite, aber wir befürchten, dass dann natürlich Schlangenbildung und Frustration der Bevölkerung aufeinander trifft und das leider eben auch auf die Mitarbeiter.